Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr zu dritt seid, dann sollten zwei von euch nicht privat unter Ausschluss des anderen miteinander reden, bis sich weitere Menschen zu euch gesellen, weil ihnen das traurig machen wird. Bei Bukhari und Muslime überliefert. Und dazu gehört auch, was, wenn man zu dritt ist und zwei von diesen dreien auf einer Sprache sprechen, die der Dritte nicht versteht. Und das machen so viele Muslime. So viele Muslime. Und hier ist die Rede von allen Menschen, nicht nur von den Muslimen. Und genauso ist es bei mir auf der Arbeit damals passiert. Ich war mit zwei deutschen Nicht-Muslimen. Und dann erzählen sie mir von zwei Masha-Allah-Brüdern, Muslime. Ich nenne sie Brüder, obwohl sie sehr wenig mit dem Islam zu tun haben. Möge Allah sie recht leiten. Zwei türkische Brüder. Und wir waren so am Reden und dann sagt er mir, er hat sich über die beschwert, weil sie so asozial gewesen sind. Und dann sagt er mir, weißt du, was die mal gemacht haben? Und der eine von den beiden ist sogar, was sagt man, Einsatzleiter. Okay? Und er sagt mir, weißt du, was sie gemacht haben? Wir waren im Einsatz und auf einmal sprechen die beiden auf Türkisch. Neben mir, direkt neben mir. Er sagt zu mir, und das fand ich total doof. Das fand ich asozial einfach. Und hab denen auch gesagt, hey, ihr beiden, wenn ihr schon lästern wollt, dann könnt ihr es auch so machen, dass ich alles verstehe. Hat er gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, bei uns in der Religion ist das verboten. Was? Wie? Sag ja, der Prophet Muhammad hat es verboten, wenn drei zusammen sind, dass zwei sich so unterhalten, dass der Dritte nichts davon mitbekommt. Was? Die beiden Nicht-Muslime? Nee. Ehrlich? Ich sag ja, das ist so bei uns in der Religion. Das ist so bei uns in der Religion vom Propheten so festgelegt. Der sagt Wahnsinn. Das nächste Mal, wenn ich den treffe, werde ich dem das sagen.